Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flaming Barbecue. Heute werden wir nicht grillen, sondern heute will ich euch mal zeigen, wie ich meinen Dutch Oven neu einbrenne. Zum Einbrennen brauchen wir gar nicht viel. Wir brauchen einen heißen Grill oder eine andere Hitzequelle. Wir brauchen normales Öl. Es gibt auch andere Einbrandpasten zu kaufen im Internet oder sonst wo im Handel. Kann man auch nutzen. Und ein bisschen Küchengrepp. Und zur Sicherheit noch einen schönen dicken Handschuh. Wie man sehen kann, sind im Innenbereich extreme Spuren, teilweise rostig, die Patina ist runter. Das sind Sachen, die passieren halt manchmal. Bleibt nicht aus. Wird halt nur eingebrannt. Alles nicht so wild. Wenn euer Dutch Oven mal richtig so verkrustet oder angerostet ist, scheut euch nicht, den richtig so mit dem Stahlschwamm mal richtig auszureiben, auszuwischen, richtig grob, dass es alles wieder schön glatt ist im Vorfeld. Ich habe das auch gemacht. Wenn man den eh neu einbrennt, spielt das überhaupt keine Rolle. Was noch ganz wichtig ist, wenn ihr den Dutch Oven abwascht, macht es nur mit heißem Wasser. Und wenn ihr den danach neu einbrennt oder wenn ihr neu gekaufte Dutch Öfen habt, die ihr gleich einbrennen wollt, stellt die vorher erstmal auf den Grill und gebt ihnen Temperatur. Die Poren von dem Guss, die binden Feuchtigkeit und wenn da gleich das Öl drauf kommt, kann die Feuchtigkeit nicht raus. Es bleibt drinnen und desto höher ist die Möglichkeit, dass so eine Abplatzung gleich im Vorfeld zum Anfang schon passieren. Mit einem Stück Küchengrepp, das wir leicht mit Öl benetzen, werden wir jetzt den Topf innen und außen einreiben. Nicht zu dick, schöne dünne Schicht, dass das alles einen kleinen Glanz kriegt, dann ist das so erstmal für den ersten Einbrandvorgang völlig in Ordnung. Es wird Stellen geben, die nicht gleich so richtig werden, wie man es haben will. Das ist aber nicht schlimm. Einzelne Stellen, die machen nichts. Aber im Großen und Ganzen, wenn das nachher wieder schön schwarz aussieht, ist das schon in Ordnung. Man merkt auch, wenn man mehrere Einbrandvorgänge macht und mit dem Küchengrepp drüber geht, es bleibt immer sauberer. Zum Schluss ist es ganz sauber. Innen haben wir jetzt soweit fertig. Jetzt werden wir den nach außen machen. Auch wieder schön dünn mit Öl einreiben. Übrigens habe ich vorhin vergessen zu sagen, dass es reines, ganz normales Sonnenblumenöl ist. Kein Rapsöl oder sowas. Wenn immer Sonnenblumenöl nehmen. So, jetzt haben wir den schön mit Öl eingerieben, ruhig nochmal an Stellen, wo zu viel drauf ist, nochmal nachwischen. Ups,
fertig. Ich weiß nicht, ob man das sieht in der Kamera. Er hat schon durch Öl einen schönen Glanz bekommen. Ich mache das diesmal auf dem Monolith, weil sich der schön anbietet, dass man da die Temperatur doch besser halten kann. Ich habe jetzt momentan so 250 Grad eingeregelt. Das ist so für mich die ideale Temperatur zum Einbrennen. Weil wenn man mit der Temperatur zu hoch geht, kann es sein, dass der Pyrolyse-Effekt einsetzt und dass man das, was man eigentlich einbrennen möchte, gleich wieder sich ausbrennt, weil es verbrennt. Da kommt er jetzt drauf und dann fängt er irgendwann an zu rauchen. Dann fängt der Einbrennprozess an und wenn es aufgehört hat, nehme ich ihn erstmal runter. Die erste Einbrennung lasse ich danach immer erstmal abkühlen, bevor ich die zweite und die dritte mache. Aber jetzt machen wir erstmal den Deckel zu und lassen ihn einbrennen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann in der Cam. Wir haben eine ganz leichte Rauchentwicklung. Das heißt, dass das Fetzige jetzt einbrennt. Wir sind über 180 Grad im Touch-Oven. Und wenn das aufgehört hat, dann ist der Einbrandvorgang beendet. Der erste Einbrandvorgang ist beendet. Ich nehme jetzt runter und lasse ein bisschen runterkühlen. Und in der Zeit können wir den Deckel machen. Der Deckel ist jetzt nach dem ersten Einbrennen und Nachbrennen erstaunlicherweise fertig. Den brauche ich nicht nochmal einbrennen. Den nehme ich jetzt runter und dann kommt der Dutch Oven nochmal drauf. So, jetzt kommt der Dutch Oven nochmal drauf. Wir haben noch extrem helle Stellen, die wollen wir noch bearbeiten. Also gibt es nochmal ein bisschen Öl drauf. Und dann wird er noch mal schön eingebrannt einstellen. Der Boden sieht sehr gut aus. Es sind nur noch ein paar kleine Stellen, wo man was machen muss. Man sieht schon, es ist schon sehr sauber. Machen wir den Deckel zu und lassen schön Temperatur ziehen. So, wollen wir mal schauen. Das sieht schon richtig gut aus. Ich werde noch mal eine kleine Lage Öl aufbringen. Es ist verdammt heiß, aber was muss, das muss. Wie gesagt, immer das überflüssige Öl immer wegwischen. Man kann, wenn man es zum zweiten, dritten oder vierten Mal einbrennt, nachbrennt, kann man ruhig mit der Temperatur ein bisschen hochgehen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich empfehle nur halt beim ersten Einbrand, dass man da die Temperatur ein bisschen unten hat und den Dutch Oven nochmal abkühlen lässt. Und danach dann kann man ein bisschen mit Temperatur höher gehen. Das war kein Problem. Es sind ja nur so, wie soll ich sagen, noch so Stellen auszuflicken, die noch da sind. Und daher ist es alles in Ordnung. Wir machen den Deckel nochmal zu und dann schauen wir mal, ob wir nochmal nachmachen müssen. Der Dutch-Ofen ist jetzt soweit fertig. Schön eingebrannt neu, hat zwar noch kleine Stellen, aber das ist alles nicht so schlimm. Ich werde ihn jetzt runternehmen und dann gucken wir uns das Ergebnis nochmal an. Hier ist unser Dutch Oven, den wir wieder schön neu eingebrannt haben. Wie gesagt, es ist total einfach, das zu machen. Es ist zeitaufwendig, das ist klar, aber
das Ergebnis spricht für sich. Wir haben einen wunderschönen schwarzen Topf wieder. Was soll ich zu sagen? Hat wunderbar geklappt. Der Deckel lief ein bisschen einfacher heute. So mag ich das. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Dutch Oven oder andere Grillsachen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns nächste Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, immer einen netten Kommentar. Gegebenenfalls einen Daumen nach oben oder ein Abo, was mich sehr freuen würde. Ansonsten, bis dahin, euer Roland von Flaming Barbecue. Ciao.